Ich werde ein bisschen was über die Geschichte bringen, damit man weiß, wie alt das Produkt ist, ein bisschen über die Entwicklung, wie es sich im Laufe der Zeit wo wie verteilt hat. Und dann, weil wir ja das Thema Nachhaltigkeit haben, fangen wir dann nicht gleich mit dem Genussmittel an, sondern ich möchte Ihnen gerne noch klar machen, wie eine Landwirtschaft, die sich ja in den letzten 100 Jahren genauso rasant entwickelt hat, wie generell die Technik eben noch mit Nachhaltigkeit quasi erhalten wird. Weil das ist ja ein Ausdruck, der wird heute bei so vielen Dingen eingesetzt, dass man mal weiß, wie er schon gesagt hat, ich finde ein Produkt, das so alt ist wie der Käse, das Recht hat, auch nachhaltig sozusagen erhalten zu bleiben und eben vorgestellt zu werden. Die Ursprünge, komme ich gleich zum Punkt, war schon sehr lange liegt das zurück. In dem Moment, als der Mensch sesshaft wurde, fing er mit Ackerbau an. Das war die Voraussetzung für die Viehzucht. Zuerst hatte er Schafe, dann kamen die Rinder dazu, dann die Ziegen. Die Rinder waren in erster Linie Arbeitstiere, aber die Schafe, deren Produkte, Wolle, Milch, Fleisch, wurde eben schon gleich verwertet. Der Ursprung lag in Mesopotamien, das ist das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Und von dort aus hat sich das wunderbar entwickelt. Dort war das kulturelle Verständnis, auch die technische Aufgeschlossenheit einfach schon sehr, sehr weit. Die ersten Siedlungen sind entstanden und von dort hat sich das jetzt peu à peu verbreitet. Sicherlich auch ein Zufallsprodukt an anderen Stellen. Man rätselt immer, wie kam der Mensch überhaupt drauf, dass aus so etwas Flüssiges, so etwas Festes, Leckeres werden will. Und auch da gibt es zwei Theorien. Früher gab es ja noch keine Tongefäße und keine Schalen und auch keine wasserdichten Körbe. Also hat man meist Mägen verwendet. Man konnte sie gut verschließen, um Flüssigkeiten zu transportieren. Hatte man dort Milch eingeführt, dann ist durch diese Lab oder das Chymosin, was in diesen Mägen ist, eben dieses Enzym, die Milch geronnen. Und jeder, der eine frisch geronnene Milch mal probiert, wird feststellen, die schmeckt richtig gut. Also war das das erste Indiz. Und dann gibt es ja noch eine Art der Herstellung. Beide Herstellungen sind heute gleichwertig erhalten. Das ist die durch Milchsäurebakterien. Das heißt, wenn man eine Milch gemolken hat und lässt sie stehen, dann gerinnt nach einer geraumen Zeit die Milch. Das heißt, die Milchsäurebakterien, die man am Anfang nicht schmeckt, aber die drin sind, die futtern quasi die Milchzucker und bilden Säure. Gleich beim Alkohol. Da sind es die Hefen, die den Zucker vermehren und dann Alkohol bilden. Bei Käse ist es eben Milchsäurebakterien, Milchzucker, Milchsäure. Und die Säure fällt jetzt das Eiweiß aus und ich habe sogenannten Bruch, das heißt das Feste und das Flüssige nennt man dann die Molke. Und dieser Bruch schmeckt gegenüber der Labgerinnung schön sauer. Das macht man auch heute noch so, jeder Quark wird so hergestellt. Und das können Sie auch selber zu Hause mal nachvollziehen. Sie brauchen allerdings eine gesunde, gute Milch. Und was alles dazugehört und dass das gar nicht so einfach ist, das erkläre ich Ihnen noch peu à peu im Laufe des Vortrages. Also wir haben diese beiden Herstellungen und früher gab es noch keine großen Kenntnisse über Sortenvielfalt, über Reifung. Aber eins hat man relativ schnell rausgekriegt, wenn man ein Produkt Wasser entzieht, dann macht man es haltbar. Also hat man früher diesen zwei Käsesorten-Typus eben Wasser entzogen beim Quark, indem man ihn einfach gepresst hat und hat ihn dann auf so Zeltstellasen zum Trocknen ausgelegt. Und beim Labkäse hat man zwar auch eine gewisse Trocknung gemacht, aber meist noch immer ein bisschen mit Gewürze versehen. Und das andere ist, beim Quark gibt es noch eine Methode, wenn man die Säuerung sehr stark hat vorangehen lassen, dann ist es ja gleich wie im Sauerkraut oder andere Dinge. Man konnte das später im Laufe der Zeit in Gefäße füllen und durch die Säure hat sich das auch einfach extrem lange konserviert und gehalten. Die Vielfalt war nicht groß. Man hat dann, um mehr Aromatik reinzukriegen, die wir heute wissen, mit unterschiedlicher Produktion und Reifemethoden eben zu bekommen, hat man einfach Kräuter und Gewürze beigegeben und hat auch festgestellt, damals schon, dass es Kräuter gibt, die sich auch positiv nicht nur auf Gesundheit, sondern auch auf Geschmack auswirken. Die ganz viel dazu beigetragen haben, waren die Griechen. Sie hatten ihren Aristoteles. Aristoteles hat auch ein extrem wichtiges Werk geschrieben in der Landwirtschaft. Fand ich überhaupt phänomenal bei den Griechen. Das sollte die Firma auch wieder machen. Man hat einen, der sich immer nur Gedanken über alles macht. Der dann ganz tolle Dinge sieht, die manch andere vor lauter Arbeiten gar nicht mehr erkennen. Und so ist es ihm auch gegangen. Der hat die Landwirtschaft beobachtet, er hat festgestellt, es gibt Tiere, wenn sie dieses Kraut fressen, dann geben sie mehr Milch. Aber wenn sie dieses fressen, dann geben sie ganz wenig Milch. Und wenn sie das fressen, dann werden sie krank.
Und da hat er sozusagen alles genauestens sortiert. Es ist auch nicht nur mit den Kräutern, sondern manchmal ist auch entscheidend, welchen Wachstumsstadium sie haben. Bis vor die Blüte oder bis nach die Blüte, also erst nach der Blüte. Also all diese Dinge hat er festgehalten. Dann hat er sich überhaupt gefragt, kann man eigentlich aus jeder Milch Käse machen? Hat er also wunderbar experimentiert, kam zu dem Entschluss, alles wunderbar. Kuhmilch ist die wirtschaftlichste, Schaf war aber die beliebteste. Und damals waren die Griechen schon ein paar tausend vor Christus bereit, viermal so viel für den Schafkäse zu zahlen, weil er ihnen einfach besser geschmeckt hat, obwohl Kuhmilch wirtschaftlicher war. Auch damals gab es schon eine große Schicht, die mehr nach Genuss als wie immer nur nach Geldbeutel gegangen ist. Das nächste ist dann, er hat sich, vielleicht die eine Milchsorte, wo er festgestellt hat, die nicht gut geht, Eselsmilch. Er hat zu dünne Caseine, kann man nicht gut verkäsen. Und Stutenmilch hat sehr geringe Ausbeute, hat aber Hippokrates schon festgestellt, hat unglaublich viele Immunstoffe und war daher auch bei den Skythen ein reines Reitervolk. Die haben das schon immer gemacht und es hat ja mal vor ein paar Jahren, ich glaube 2 oder 3, eine ganz tolle Ausstellung gegeben, die Skythen, so eine Wanderausstellung, die war auch hier in München in der Hypopassage. Und da hat man durch den Klimawandel, entdeckt man immer mehr Gräber, weil die jetzt vom Eis freigelegt werden, in dem Grab ein Säckchen gefunden, ein Fellsäckchen, da war dann der Stutenkäse drin. Auch damals schon gemacht, heute mischt man das gern mit Ziegen- oder Schafmilch, aber es wird, wie gesagt, immer noch zubereitet. Die Griechen waren jetzt sehr siedlungsfreudig, die gut in der Geschichte aufgepasst haben, wissen das. Platon hat das so schön formuliert, die sitzen um das Mittelmeer wie die Frösche an meinem Teich, haben sehr viele Kolonien entwickelt, Siedlungen, Handel betrieben. Das erste waren eigentlich immer Bauern und Kaufleute. Manche wissen das, sie haben Süditalien besiedelt, Poseidonia, heute Pestum, das Hauptgebiet von eben auch der berühmten Mozzarella, dem Brühkäse. Und man vermutet, dass es auch die Griechen waren, die dort die asiatischen Wasserbüffel eingeführt haben. Einfach ganz gut, sie haben offen gedacht, nicht wie passt sich die Landwirtschaft an meine Produktion an, sondern was kann ich produzieren, um sozusagen in der Landwirtschaft gewinnbringend arbeiten zu können. In den Sümpfen konnte man keine anderen Tiere halten außer Wasserbüffeln. Die, weil es gibt nämlich dort noch ein Tier, was sehr gut gedeiht, das sind die Insekten. Und immer wenn es zu viel wurde, gehen die nämlich einfach unter Wasser. Und die sind noch in der Lage, dieses eigentlich nicht verwertbare Schilf an Futter, konnten die eben auch wunderbar verzehren und darauf sehr wertvolle Milch machen, weil die Büffelmilch ist eine sehr fette und unglaublich aromatische Milch. Sie haben auch Marseille gegründet, von dort Handel betrieben mit den Kelten und mit den Galliern. Wir wissen von denen nicht viel, weil sie haben nicht Schrift geführt wie die Sumerer. Es gab immer nur mündliche Übertragungen. Aber von dem, was dann die Römer aufgezeichnet haben, wissen wir, dass die schon eine ganz eigenständige Käsekultur hatten, die auch weit zurückreicht. Wie weit, weiß man nicht. Aber sehr vielfältig liegt auch daran, weil dieses Land einfach in unglaublich vielschichtigen Klimazonen ist und somit sehr viele Voraussetzungen mitbringt, um einfach eine große Vielfalt an Sorten eben zu betreiben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Griechen wurden einverleibt von den Römern. Die Römer waren jetzt nicht unbedingt so die landwirtschaftlichen Experten, das waren mehr die Eroberer und haben festgestellt, die Griechen können das viel besser als wir. Also haben sie nicht nur die Griechen freiwillig bei sich eingeladen, sie haben sich auch eine ganze Menge aus Nordgriechenland geholt und haben die bei sich in der Landwirtschaft eingesetzt. Was ich faszinierend finde, die hatten so einen Respekt vor deren Achtung und es ist nicht nur ein Bach der Erkenntnis, sondern ein Riesenstrom der Wissenschaft auf die Römer übergegangen, dass wenn sich ein Römer als gebildet und klug ausgeben wollte, er stets Griechisch sprach. Es wurden auch die Gottheiten übernommen, viele wissen das, die wurden zwar dann umbenannt, aber viele Gerichte haben auch noch die griechischen Namen lange Zeit weitererhalten. Wie jetzt auch die Römer peu à peu wieder verschwunden sind, hat sich jetzt eine neue Kultur gebildet, das war die Kultur der Klöster. Die Klöster waren jetzt die neuen Bildungsstätten. Sie haben sozusagen das Wissen ausgearbeitet. Man kennt das von sehr vielen Pflanzen, Heilkräutern und auch im Weinbau oder auch im Obstanbau sehr viel dazu beigetragen. Und sie haben sich meist in Gegenden niedergelassen, die sehr abgelegen waren. Und in deren Schutz haben sich jetzt sehr viele Bauern auch niedergelassen und haben mit denen so einen Ausgleich gehabt. Immer, es wurde sozusagen ein Tag festgelegt, alles, was an dem Tag produziert worden ist, ging dann als Pachtzahlung an das Kloster. Und
Diesmal aber auch das Kloster nicht nur dem Adel als Bildungsstätte vorbehalten, auch einfache Laienbrüder konnten reingehen, wurden angelernt in Rezepturen, haben die dann nach Hause gebracht in ihre Familien, weil auch das Kloster sehr daran interessiert war, qualitativ hochwertige Produkte zu haben. Denn nur ein guter Käse war auch ein schmackhafter Käse. Und wir wissen, die Mönche waren ja nicht abgeneigt im guten Essen, aber auch ein lagerbarer Käse, also auch haltbar. So hat sich auch dies entwickelt. Dann kam der Adelsstand hinzu und dann ging es den Bauern peu à peu immer schlechter, weil sie mussten immer mehr Leute mitfüttern, die eigentlich nicht so viel zum Erwerb der Landwirtschaft beigetragen haben. Sie wurden immer mehr unterdrückt und es kamen auch die ersten Kriege, die auch sehr auf Kosten der Landwirtschaft gingen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann dieser Unterschied sein, dass bei zwei Ländern, die doch weitgehend die gleiche Kultur, auch Religion hatten, sich so unterschiedlich haben entwickeln können. Wenn wir Westeuropa nehmen und Osteuropa oder gerade auch Deutschland bis runter, ganz große Verwüstungen hat der 30-jährige Krieg angerichtet. Der hat fast einen landwirtschaftlichen Schaden von 200 Jahren mit sich gezogen. Und dann die anschließende Monarchie, die gekommen ist. Wir wissen, die Franzosen, sie hatten ihren Sonnenkönig, der also, wo jeder begehrt war, an seinem Hofe zu bekommen, weil das besondere Auszeichnung war. Wir hatten unseren ollen Fritz, der zwar stets französisch parliert hat, wie viele sagen, aber Wasser und Brot war seine Predigt. Und wenn ich mal anschaue, es gibt kein Land, das so viele Brotsorten hat wie wir, war mir das irgendwie als Erklärung genug. Und somit lasse ich das mal stehen. Und dann wurde auch die Monarchie peu à peu abgelöst durch eine Demokratie. Und auch wieder hat sich sehr viel geändert. Der Bauer konnte jetzt auch Handel betreiben und die ersten technischen Entwicklungen kamen. Die erste große Veränderung eigentlich in der Landwirtschaft war noch ein bisschen vor den technischen Entwicklungen. Es gab eine große Wirtschaftskrise und auch Handelsveränderung. Plötzlich durfte aus Übersee Ware nach Europa kommen. Das Erste, was kam, war Getreide. Und Getreide war jetzt so billig, dass es billiger war für die Bauern, Getreide einzukaufen, als selbst anzubauen. Und wenn man gerade in Alpgebieten nimmt, kennen wir ja alle das Wort Bergkäse, weil es kam einst wirklich vom Berg, weil man unten einfach sehr wenig Ackerboden hatte. Und so hat man, um die gleiche Menge Getreide anzubauen, einfach doppelt so viel Fläche verwendet und hat dann die Tiere auf die Hochmatten der Alpen gebracht. Meist hat ein Senner die ganzen Tiere im Dorf zusammengefasst, hat sie dann dort in der Zeit gehütet, jeden Tag gemolken, die Milch verkäst und kam dann wieder im Herbst runter zur Viehscheid. Der Bauer hat Vieh und anteilig Käse bekommen und einen Anteil hat er meist selbst behalten. Und das hat jahrtausende lang super funktioniert. Jetzt war es nicht mehr wirtschaftlich, Getreide anzubauen. Dann hat es den ersten großen Wandel gegeben. Man hat überlegt, wie kann man diese Flächen nutzen und hat die Milchwirtschaft ins Tal geholt. Hat einfach umgestellt von Getreide auf Milchwirtschaft. Und jetzt sind sehr viele Senner arbeitslos geworden. Und die ersten, die es erwischt hat, das war die im Emmental, weil das war nicht so hoch, das war ein bisschen anders strukturiert. Und dann sind die Käsemeister sozusagen ausgewandert. Und ich finde es ganz toll, wenn man heute lange Zeit, auch im Bayerischen, war das Wort für Käse immer Schweizer. Weil das Erste, die es nämlich stark erwischt hat, waren die Schweizer. Und es war immer gleichzusetzen mit Käse. Und die im Emmental sind ausgewandert nach Russland, sie sind ausgewandert nach Amerika. Und jeder Handwerker probiert erstmal in dem neuen Land das anzufangen, was er kann, nämlich sein Handwerk. Und so war Emmentaler lange Zeit eines der weit verbreitetsten Rezepturen, die wir gehabt haben. Auch das Allgäu hat es erwischt. Allgäu war damals noch kein Milchland. Im Allgäu hat man ganz was anderes angebaut, nämlich Flachs. Und da kam das Nächste. Jetzt kam ganz billig Baumwolle aus Amerika. Die war viel handsamer, wesentlich günstiger, wurde auch unter ganz anderen Bedingungen noch hergestellt. Und somit konnten die Bauern ihren Flachs nicht mehr verkaufen und sind also auch in große Not geraten. Und da gab es auch damals einen Agrologen, das war der Karl Hirnbein, so nannte man früher die landwirtschaftlichen Spezialisten, hat sich zusammentan mit einem Schweizer Senner, nämlich für Emmentaler, den Karl Althaus. Und die haben angefangen jetzt auch, dieses Gebiet in ein milchwirtschaftliches Gebiet mit der Produktion für Käse eben umzuwandeln. Und es ist heute, wenn man zurück oder wenn man hört Allgäu, merkt man, das gibt schon seit Jahrtausenden, ist das ein Käseland, weil es sich dort so fest etabliert hat. Die nächste Änderung, die es gegeben hat, man muss sich vorstellen, man hatte noch keine Kunde von Bakterien, man macht jeden Tag alles gleich und doch wird es jedes Mal anders. Und man weiß es nicht. Pasteur hat jetzt die Bakterien entdeckt.
man forschte immer weiter. Er hat auch die Milchsäurebakterien entdeckt und festgestellt, deren Kurve, die wir nicht schmecken, aber die doch messbar ist und sichtbar unter dem Mikroskop, ist sehr wesentlich und andere Bestandteile auch. Und hat eben sozusagen geschafft, diese Produktion anzutreiben und zu sichern. Das nächste, Lab. Lab wurde immer aus Kälbermägen gemacht und auch dort gab es von der Dosierung her immer Probleme, weil habe ich zu viel genommen, dann wird der Bruch, sozusagen die festen Bestandteile der Milch, die sich ja dadurch zusammenziehen, zu fest, da kann die Molke nicht mehr raus, dann wird der Käse oft bitter. Oder ich habe zu wenig genommen, dann war der Bruch so schlapfig, dass ich kaum Ausbeute gehabt habe. Das heißt, erst mit der Molke sind die wertvollen Inhaltsstoffe einfach abgeflossen. Jetzt hat Christian Hansen sozusagen ein Labextrakt entwickelt, wo man genau dosieren konnte. Wieder ein Qualitätsfaktor, den man jetzt hat sichern können. Dann ist das nächste auch eine landwirtschaftliche, bessere Bearbeitung der Böden hat stattgefunden. Auch eine Kenntnis der Düngung, Justus Liebig. Finde ich, habe ich immer meinem Sohn zum Trost gesagt, ihn wollte auch sein Lehrer rausschmeißen, weil er gemeint hat, er ist zu dumm, um Apothekergehilfe zu werden. Dann hat er ein Werk geschrieben, das damals in 34 Sprachen übersetzt worden ist und revolutionär in der Landwirtschaft war, weil man eben auch anders mit den Böden umgegangen ist. Und dann ging es immer schneller, immer schneller. Das nächste, man hat die Kühlung entwickelt, Karl Linde. Käsereifung passiert bei 8 bis 14 Grad, dass das nicht zu jeder Zeit überall sein kann. Das merken wir gerade heute hier. Stimmt's? Milch konnte man gar nicht weit transportieren, darum hatte man früher auch gar nicht viel Wertschätzung. Das Tier war lange Zeit als allerwichtigstes, wurde es gehalten als Arbeitstier. Und wenn eine viele Rinder hatte, dann wusste man, der hat viel Flächen, der war sehr wohlhabend, weil er eben dementsprechend viel Gebiete hat bearbeiten können. Und Somit wurde das jetzt abgelöst durch den Traktor. Und was früher ein Tagwerk immer noch hieß, hieß ja, was ein Mann quasi an einem Tag hat erwirtschaften können, konnte jetzt ein Traktor binnen einer Stunde. Und somit hat sich immer mehr gewandelt. Die Milch konnte jetzt transportiert werden, die Milch konnte gelagert werden und musste nicht sofort verarbeitet werden. Und somit bekam die Milch auch mehr Wertschätzung und war wichtiger. Sie kamen in die Städte rein, man machte Handelswege, es wurden die Züge gebaut, man hat sehr oft die Milch mit den Zügen in die Großstädte, die immer größer wurden, auch entwickelt oder reingebracht. Und da kam das Nächste, aufgrund der vielen Institute und Kenntnisse hat man auch festgestellt, wenn ein Rinderbestand oder eine Stallung nicht optimale Bedingungen hat mit Belüftung und die Tiere genügend Weidegang, dann sind die Herden oft krank und es können auch Krankheiten theoretisch damit übertragen werden. Da fing quasi das Übel an, der Verdacht, dass Tuberkulose durch die Rinder übertragen wird. Und man hat angefangen, bis man alle Ställe kontrolliert hat, bis man es genau entwickelt hat, eine kurzzeitige Pasteurisierung der Milch einzuführen. Das heißt, man erhitzt die Milch. Es gibt heute verschiedene Verfahren. Ich sage mal damals das gängige, eine halbe Stunde bei 62 Grad bis 63 Grad. Und dann hat man einen Großteil der krankheitserregenden Bakterien einfach ausgeschaltet, um dann wieder auf Rohmilch zurückzukommen. Man hat festgestellt, die Tiertuberkulose hat nichts mit der Tuberkulose zu tun, an dem die Menschen noch sehr oft erkrankt sind. Es sind zwei verschiedene Stämme. Aber es hatte sich schon eine andere Lobby entwickelt, die der Molkereien, die der Großmolkereien. Und somit haben die schon so maßgeblich Einfluss genommen auf das Reichsmilchgesetz 1933, dass sozusagen man das nicht mehr zurückentwickelt hat. In Frankreich hingegen hat man das noch sehr weit und sehr lange auch beibehalten, die Verarbeitung mit Rohmilch, weil in der Rohmilch haben sie alles, was sie positiv durch das Futter mit beibringen, nämlich die sogenannte Milchflora, die sehr wesentlich auch mit für den Geschmack und auch für die Bildung der Fette verantwortlich ist, eben erhalten. Immer mehr Industrialisierung kam und wenn ich jetzt das mal auf unser Deutschland jetzt bedenke, kam in den 50er Jahren, kam also eine richtige Milchindustrialisierung dazu, wenn noch Anfang der 50er Jahre ein großer Teil, fast die Hälfte immer noch über Bauernhöfe vertrieben worden ist, ist es heute ungefähr noch 2%. Das nächste ist, eine Milch ist nur dann wirtschaftlich, wenn sie wie viele andere Dinge unendlich haltbar ist. Eigentlich ein lebendiges, sehr empfindsames Produkt. Ich sage es immer, eine echte Blume und eine Seidenblume. Die echte Blume ist für mich die Rohmilch und die Seidenblume, das ist die Haarmilch, die man dann nimmt. Und kein Mensch braucht eine Milch, die 3 Monate haltbar ist, finde ich. Man kann auch als Anregung
für die Nachhaltigkeit eine frische Milch kaufen. Und je weniger die Milch behandelt ist, desto wertvoller sind auch die Inhaltsstoffe. Und weil wir ja das Thema Nachhaltigkeit heute hier haben, erkläre ich Ihnen, womit das alles zusammenhängt. Es gibt heute wunderbare Laufställe, oder fangen wir noch früher an, Rinderrassen. Wir haben ja gesagt, das Rind war in erster Linie ein Arbeitstier. Also hatte man beim Rind immer sozusagen eine Drei-Nutzungsrasse. Es konnte super arbeiten, es hat gutes Fleisch gegeben und es hat auch ein bisschen Milch gegeben. Nachdem er die Milchmenge nicht gefördert hat, weil man sie ja nicht weit transportieren konnte und nicht lange lagern konnte, war man nicht darauf verpicht, dass sie großartige Leistung hat. Also hat sie meist so viel gegeben, wie man gebraucht hat, um ein Kalb zu säugen und ein bisschen was für sich abzuzwacken. Und das war so bei 5 bis 8 Liter am Tag. Als sich das dann geändert hat und man festgestellt hat, man braucht keine Nutzungsrasse mehr für die Arbeit, hat man also versucht, entweder auf Fleisch oder auf Milch zu gehen. Und so hat sich das entwickelt. Ich sage mal heute, das Endprodukt bei der Milch, weil wir sind ja heute Thema Käse, haben wir alte Rassen von 8 bis 25 und die neuen Rassen von 45 bis 68 Liter Tagesleistung. Dass Quantität nicht Qualität ist, ich glaube, das brauche ich jetzt keinem mehr erklären. Und um diese Leistung zu haben, muss auch ganz anders gefüttert werden. Und die Leistung hat man deshalb gekriegt, weil der Verbraucher immer weniger bereit ist zu zahlen. Der steht vorm Regal, liest Milch, Milch, Milch und kauft dann die Milch, die am günstigsten ist, weil er ja meint, Milch, Milch, Milch ist ja überall drin. Aber es muss einem klar sein, dass jeder Preis einen Hintergrund hat. Man kauft kein Schnäppchen, sondern man verzichtet gezielt auf gewisse Qualitätsdinge. Um diese Milchmenge zu haben, muss ich ein Tier ganz anders ausfüttern. Das heißt, es fängt schon an, die Haltung ist oft hier, weil die Milch ja nicht weit transportiert werden kann, aber das Kraftfutter, was es dafür braucht, oder das wird teils außerhalb Europas angebaut. Ganz schlimm finde ich Soja in Südamerika. Soja wird heute, wenn man das hört, Terminator. Und wie die Pflanzen alle heißen, da dachte ich erst, das ist ein Spielfilm von Schwarzenegger, aber das ist heute unsere Wirklichkeit. Das sind große Saatgutfirmen, die bereits 25% des gesamten Weltmarktes haben für Futteranbau oder überhaupt für Saatgut und Anbau. Und dort gibt es dann Pflanzen, die sehr hohen Ertrag haben. Die sind so praktisch, dass ich eine Direktsaat machen kann. Das heißt, ich muss den Boden nicht mehr pflügen, um das Unkraut unterzuarbeiten, unterzumulchen, sondern ich kann das direkt ausbringen. Weil diese Saatgutfirma hat ganz was Tolles, nämlich ein Unkrautvernichtungsmittel, das nur das Unkraut angreift, aber nicht die Pflanze. Nachdem das natürlich immer wieder kommt, muss das dementsprechend oft ausgebracht werden und das verschlechtert und verarmt immer mehr die Böden. Das heißt, wenn wir irgendwann das Land ausgebeutet haben, vermute ich, irgendwann wird das kommen, dann sucht man sich ein neues Fleckchen und hinterlässt eine Wüste, nur damit wir noch öfters Fleisch und noch billiger Milchprodukte bekommen. Wenn ich so immer in die Runde frage, was glaubt ihr, kriegt ein Bauer für 1 Liter Milch, dann wissen manche, die oft aufs Land fahren, da stehen noch so verblasste Schilder von vor 2 Jahren mit dem Milchskandal, 40 Cent der Liter Milch. Und alle sind der Meinung, weil man nichts mehr hört, das kriegt er jetzt. Das stimmt aber nicht. Er liegt immer noch, da gibt es ein großes Gefälle von Nord und Süd, zwischen 28 und 34 Cent, was eindeutig zu wenig ist. Dann frage ich, was glauben Sie, wie viel Liter Milch man für ein Päckchen Butter braucht? Auch ganz großes Raten, manche meinen 1. weil es ja so billig ist mit Verarbeitung, aber sie brauchen 5 Liter für ein Päckchen Butter. Und wenn dann das Päckchen Butter 1 Euro im Supermarkt kostet oder im Discounter, dann weiß man, das ist nicht nachwirtschaftlich gedacht, auch beim Einkauf nicht. Damit man das schafft, muss man einfach so viele Dinge tun, um das hinzubekommen. Und wir haben alle so, wenn wir an Milch, Butter und Käse denken, dann sehen wir eine glückliche Kuh und sehen sie auf einer wunderbaren Wiese. Qualität wird da schon geboren, wie ich das Tier halte. Erstmal, welches ich aussuche, weil jedes Tier hat eine eigene Genetik, eine eigene Milch- und Eiweißzusammensetzung, die wichtig ist auch für qualitativ gute Produkte, gute Milch, die uns als Basis dient. Das nächste ist dann, wie halte ich das Rind? Es werden zwar immer mehr Laufställe gebaut, die sind schon wunderbar, wesentlich besser als die dunklen Ställe und die kleinen, aber früher hat man das Rind immer rausgelassen. Heute lässt man es nicht mehr raus. Und es wird das Futter abgeschnitten und ihm hingeworfen. Und wenn Sie schauen, wenn ein Traktor immer mehr Ertrag, Ertrag, Ertrag. Früher hat man eine Wiese 3-mal, maximal 4-mal im Jahr gemäht. Heute ist es 5-mal, manche schaffen das sogar 6-mal.
was passiert, wenn ich eine Wiese so oft mähe und nicht mehr wechsle mit Weide- und Mähhaltung. Viele Pflanzen sterben aus. Ein Rind rupft nämlich mit der Zunge das Gras ab. Es ummantelt das mit einem Kopfhuck, zack, nimmt es das weg und nimmt viele Bodenwurzler mit, die anderen wichtigen Pflanzen und Kräutern sonst den Platz rauben. Mähe ich das immer ab einer gewissen Höhe ab, verarmt das immer mehr, weil die Traktoren erstens auch viel zu schwer sind, eine Bodenverdichtung verursachen. Das sehen Sie, wenn man gerade jetzt, das Frühjahr ist ja gerade vorbei und die ersten, die schon mal draußen waren, sehen noch in manchen Gras so Wegrändern, da blühen noch Schlüsselblumen und eine Vielzahl von kleinen Frühjahrspflanzen, die in den Wiesen alle schon gar nicht mehr sind. Wenn ich so früh abschneide, dann kann gar nichts mehr ausblühen und nichts mehr sich aussamen. Und da gibt es so einen schönen Spruch: Wer spät erntet, ist zwar des Bauers stolz, aber er erntet nur noch Holz. Das heißt, die Stiele verholzen, der Nährwert wird geringer. Also je früher er schneidet, desto mehr Milch kriegt er wieder. Das heißt, er hat zwar höheren Ertrag, aber er schadet mehr. Und wenn Sie heute ein Produkt kaufen aus einem gesunden Landwirtschaft, auch aus einem hervorragend geführten traditionellen Betrieb, dann mäht er spät, hat aber weniger Ertrag. Aber besser für die Landwirtschaft, besser für die Milch. Und noch eins, wenn ein Tier Weidehaltung hat, dann hat es auch andere Fette. Man meint immer, tierische Milch ist ein tierisches Produkt, also hat es sozusagen gesättigte Fettsäuren. In dem Moment, wo ich aber ein Tier schon besser halte, das heißt Freilandhaltung, steigt schon der Anteil an den ungesättigten Fettsäuren und auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und die Schweizer haben noch eins entwickelt oder geforscht, die sind also sehr verpicht dran, wirklich es zu hinterfragen. Die Hochalpbergkäse, die auch Vielzahl noch in der Schweiz hergestellt werden, haben eins, durch die starke Bewegung in diesen Steillagen, schüttet der Pansen, der ja das auch mit verursacht, extrem hohe Anzahl an diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das merkt man auch sensorisch, können wir gleich dann einen Schlenker machen. Wenn man sowas auf der Zunge zergehen lässt, dann werden die, obwohl die Käse schon sehr alt sind, und man spürt dann diese Kristalle, die entstehen, das ist ein Reifezeichen, durch die Eiweiße, die sich dann verbinden mit den Mineralsalzen, schmeckt so ein bisschen wie Käse mit Krokant, sagen da manche Kunden, wird er trotzdem ganz schmelzen und geht über die ganze Zunge nach hinten. Das sind die besonderen Fette. Qualität kann ich auch schmecken. Es ist nicht nur das Anhaltende der Aroma, weil Fett, wissen wir ja, auch ist ein Aromaträger. Das heißt, diese Käse essen Sie. Und manchmal, wenn man unbedacht dann so 5 Minuten wirklich später nochmal drauf achtet oder gerade in Kombination mit einem Wein, wumm, ist es wieder da. Das ist eben das Nachhaltige, auch im Geschmack. Ich habe es nicht nur in der Landwirtschaft, auch im Geschmack finde ich das wieder, dass eben sich das weiterentwickelt. Ich denke, da habe ich jetzt ganz viel Ihnen mit auf den Weg gegeben. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die Käse zurück. Wir wissen ja, die Geschichte ist jetzt fast 10.000 Jahre alt. Und da haben sich natürlich im Laufe der Zeit verdammt viele Sorten entwickelt. Und damit man da ein bisschen Überblick hat, wird es in Gruppen bzw. Familien eingeteilt. Die Deutschen haben eine Einteilung nach Wassergehalt. Die muss man nur lernen, wenn man Verkäufer ist. Sonst braucht man das nie wieder in seinem Leben. Eine wesentlich vernünftigere, die jeder kulinarisch sozusagen anwenden kann, ist die, wie man das im Rest von Europa macht, unter Berücksichtigung der Herstellung und der Milchtierrassen. Und da gibt es jetzt 8 Gruppen. Ich zähle sie mal kurz auf. Die Frischkäse, mild, erfrischt, säuerlich. Dann haben wir die Ziegenkäse, meist auch, wenn sie heute noch hergestellt werden, wie in der Antike, fast 80% der Milch wird so verarbeitet, dass man den Frischkäse gezielt trocknet. Dann habe ich so etwas frisch-säuerliches, aber schon nussig, haselnussartiges. Dann kommen die Schafkäse, die meist sich so durch eine karamellige Note auszeichnen und sehr großen Schmelz immer auf der Zunge haben. Dann haben wir die Schnittkäse oder auch Käse mit gepresstem Teig, heißen es dann bei den Fachleuten, was ganz verwirrend ist für den Laien, wenn er da nicht so große Erklärung bekommt. Das sind quasi die etwas festeren, die unterscheiden sich nochmal. Je nach Reifegrad haben sie eine Schimmelreifung, dann wie die ganzen Toms, dann sind sie so vegetabil nach Moos, Gras und Erde. Werden sie immer mit Salzwasser abgewaschen, da wird ein anderes Bakterium gefördert. Es kommen so wunderbare Röstaromen. Es gibt die ganzen Goudas, die ja jeder kennt. Die werden, wenn sie getrocknet werden, während der Reifung, die werden ja immer fester und älter. Und manche haben schon mal so einen uralten Bröckelhaas, so heißen dann die ab 2 bis 5 Jahre alten. Dann werden die eben, kriegen die so Liebstöckelaromen, so kräutrig. Und dann gibt es noch all die, die im Cheddaring-Verfahren sind, wieder ein neues Wort, wieder ganz schwierig, sich alles zu merken. Das ist eine Art der Herstellung, da wird der Käsebruch eben geschreddert.
gesalzen und dann wieder zusammengepresst. Also es ist ein bisschen schwierig. Dann kommen die ganzen Bergkäse. Vielleicht, ich weiß nicht, so ganz ausführlich bin ich auf die Herstellung nicht eingegangen. Wir haben am Anfang die zwei Möglichkeiten gesagt, mit Labgerinnung und die mit Säuregerinnung. Wenn Sie einen Quark weiterreifen, dann haben Sie das, was jeder kennt, aber viele gar nicht wissen, dass es aus Quark entsteht, den Sauermilchkäse. Wir kennen das eher als Harzer, Ulmütze, Quagel, Stotzenkahr, Zwiebelkäse, Graukäse. Es gibt 100 Wörter dafür, aber es ist immer diese eine Art von Käse, die so ein bisschen glasig, gelblich, speckig ist. Und alles andere ist fast immer Labgerinnung. Bei der Qualitätsherstellung gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das tierische Lab, das wertvollste ist das der Kälbermägen. Das hat eben einen natürlichen hohen Anteil an diesem Chymosin. Jedes Lab bringt aber auch erwünschte Verunreinigung und immer ein bisschen Aroma mit. Und weil das sehr wertvoll und teuer ist, hat man schon sehr früh angefangen, auch im industriellen Bereich nach Alternativen zu suchen und hatte das sogenannte mikrobielle Lab, das aus einer besonderen Schimmelkultur gezüchtet wird, aber geschmacklich nicht solche Highlights oft bietet, gerade bei langgereiften Käse nicht sehr erwünschenswert. Und dann hat man angefangen, jetzt ein gentechnisch hergestelltes Lab zu entwickeln, das sich auch immer weiter ausführt. Das ist jetzt an sich nicht schlimm. Man hat eine Bakterie, die beimpft man mit dem Chymosin und das vermehrt sich dann. Und das gibt man rein. Nur das ist blanko, wie ein weißes Blatt. Da ist nichts von diesen erwünschten Dingen, die man bei dem anderen Produkt hat, eben mit dabei. Es gibt aber noch eins. Es ist nur sehr selten, weil es unglaublich schwierig ist, damit zu käsen. Pflanzliches Lab. Auch etwas von den alten Griechen kommt und es gibt heute noch zwei Gebiete, wo es stark verbreitet wird. In Spanien, ich war nämlich jetzt erst dort, da war das europäische Hofkäsereitreffen, da kriegt man das in Hülle und Fülle. La Serena und Trata del Casar heißen die. Dort wird die Milch mit Artischocken zur Gerinnung gebracht. Und zwar gibt es dort verschiedene, es gibt einmal Süditalien, muss ich noch sagen, Sardinien, Artischocken, Spanien, Extremadura, Disteln. Das ist sie völlig verwirre. Das ist so eine Art Eselsdistel, die ist ganz hoch, da pflückt man die Blüten, die werden getrocknet und dann gibt man 5 Gramm für 1 Liter Milch, wenn ich das recht in Erinnerung, nein, 17 Gramm für 5 Liter, sowas, in ein Tuch, gießt das mit heißem Wasser wie ein Tee auf, lässt das eben schön durchziehen und dann gibt man das quasi in die Milch hinein, diese Flüssigkeit, und die bringt dann die Milch zur Gerinnung. Aber es bedarf sehr viel Geschicklichkeit auch mit der Temperaturspiel, damit er eben dann diese besonders cremige Konsistenz kriegt. Und diese Labstoffe bringen auch so einen angenehmen Bitterton, wie man eigentlich von Disteln oder Artischocken auch kennt, und Aromavielfalt mit rein. Also auch dieses Lab gibt es noch. Wenn ich jetzt die Milch habe und ich gebe was auch immer für ein Gerinnungsmittel an Lab hinzu, sei es jetzt das aus Kälbermägen, das mikrobielle, das gentechnische oder auch das pflanzliche, dann ziehen sich jetzt die festen Bestandteile quasi zusammen. Das ist das Milchfett, das Eiweiß, die Mineralien und auch noch der Milchzucker, ein großer Teil. Und dann habe ich den sogenannten Bruch. Mache ich jetzt einen Frischkäse, dann kann ich diesen Bruch nehmen, fülle den in Formen, der tropft langsam ab und ist fertig. Will ich aber einen festeren Käse haben, dann brauche ich auch einen festeren Bruch. Das heißt, ich schneide den Bruch und je nach Festigkeit des Käses wird, so nennt man dieses Bruchkorn eben, bestimmt die Größe des Bruchkorns. Und wenn ich etwas will, was ganz hart wird, wie die Bergkäse, dann macht man noch einen Trick. Man schneidet nicht nur, sondern man erwärmt das Ganze nochmal in der Molke, so fast auf 50 Grad und rührt es eine Stunde. Dann ist das wie so ein kleines Styroporkügelchen, ganz fest und ganz trocken. Das nimmt man dann mit einem Tuch heraus, gibt es in einen Holzreifen oder synthetischen Reifen, ganz egal, in einen Ring und wird hydraulisch gepresst, nach 2 Stunden gewendet, nach 4 Stunden gewendet und dann wird er gesalzen. Jeder Käse wird gesalzen. Die Weichkäse werden meist trocken gesalzen, nur ein bisschen, um die Oberflächenstruktur zu beeinflussen, um Wasser zu ziehen. Das kennen Sie, wenn Sie Gurken salzen, zack, zieht sofort Wasser. Auch der Käse macht das. Und es gibt auch gleichzeitig ein bisschen Geschmack an. Weil ja Käse noch hohe Feuchtigkeit hat, gibt es eine Osmose. Die ganz harten Käse, da geht das schon nicht mehr so leicht, da macht man ein Salzbad. Da legt man die teils für mehrere Stunden oder auch Tage rein und dann gibt es eine richtige Rinde, bildet sich und es gibt nur noch wenig Austausch. Die Käse, wenn man oft das Salzige, was man später hat, wenn die so ein Jahr alt sind, es sind oft die Mineralsalze, die die Tiere schon durchs Futter nehmen, gerade bei den Hochalpbergkäsen mehr, weil die auch oft Erde mit abbeißen und das mit runterschlucken. Und da ist es eben noch ein bisschen stärker und dann fängt die Reifung an.
Das ist das, was wir eben in Tölz machen. Wir sind von der Produktion auf die Reifung umgestiegen. Und weil unser Reifekeller eben in Tölz war, kam auch der Name Tölzer Käsladen, was viele immer verwirrt, weil die Käsekultur kommt letztendlich aus Europa, wo sie unverwechselbar ist. Und da gibt es einen Slogan von uns, regional aus Europa. Weil regional meinen viele immer, das muss von Bayern sein, wenn man heute spricht. Aber ein Camembert, der in der Normandie produziert ist, mit der Rinderrasse der normannischen Rinder, mit den Salzwiesen als Futtergrundlage und mit der Art und Weise der Herstellungsmethode, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, ist er unvergleichbar und kann nicht mehr kopiert werden. Obwohl Camembert auf der ganzen Welt heute hergestellt werden wird, hat er nichts mit dem zu tun, was das Original betrifft, abfließend, trüfflich, ausgeprägt. Heute wird er meist als Schnittkäse gemacht, mit einer weißen Schimmelkultur, ist relativ mild, wird auch als Camembert bezeichnet. Da streiten sich die Franzosen immer, wenn einer kommt und meint, das sei ein Camembert, gibt es immer große Diskussionen. Und so ist es mit vielen Dingen. Die Region prägt die Rinderrasse, was auf den Wiesen wächst und eben die Mentalität der Leute bringt Technik in der Herstellung mit und somit gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Von den Bergkäsen gehen wir jetzt weiter, falls noch einer den Faden hat. Ich habe ihn gerade wieder gefunden. Dann gehen wir zu den Weichkäse mit Außenschimmel, eben wie sowas der Camembert ist. Das nächste sind dann die duftenden, gleiche Herstellung wie beim Camembert, nur ich sprühe keine Schimmelkultur auf. Und wenn der erste Milchschimmel kommt, der immer weiß-blau ist, dann wird der einfach weggewaschen mit Salzwasser. Das fördert wieder ein Bakterium. Das ist auch schon in der Milch. Das ist ja das Sensationelle. Alles ist in einer gesunden Milch drin und entwickelt sozusagen die Rotschmiere. Das sind die, wo sich jeder im Büro fürchtet, wenn es der Kollege mitbringt, weil dann das ganze Büro gleich Bescheid weiß, es gibt Käse, die duften so stark. Und das Schluss in diesem großen Käsemenü sind die Käse mit Innenschimmel. Da ist jetzt der Schimmel nicht nur außen, sondern innen drin. Und jeder, der schon mal länger ein Stückchen Käse bei sich aufgehoben hat, hat festgestellt, da wächst so ein weiß-blauer Schimmel drauf. Was viele immer gut in der Reserve haben, ist auch sehr vernünftig, ein großes Stück Parmigiano Reggiano. Weil wenn man nichts mehr hat, aus dem kann man immer noch irgendwas kochen. Und wenn man den jetzt länger aufhebt, dann kommt so punktuell erst ein weißer und dann ein blauer Schimmel. Und das punktet sich irgendwann immer mehr und mehr und irgendwann ist es ganz zu. Und wenn dann welche den wieder entdecken, weil sie ihn brauchen, erschrecken sie sich und schmeißen ihn schnell weg, was unglaublich schade ist. Das ist der Käseschimmel. Ich habe Ihnen erzählt, wir haben eine Reiferei in Tölz und da macht der Reifer nichts anderes, dass er auf die Käse, wo ich keine Schimmelreifung haben will, bürste oder abwasche. Die werden gewendet zwischen den einzelnen Keller hin und her und es ist völlig natürlich, auch der Parmigiano-Reifer, wenn Sie in die großen Lager gehen, die es ja jetzt leider sehr stark erwischt hat, ich weiß nicht, ob es einer gehört hat, ein Drittel wurde durch das Erdbeben vernichtet, also sichern Sie sich Ihren Vorrat, Sie können ihn bis zu einem Jahr im Kühlschrank aufhalten, es passiert wirklich nichts, er wird nur besser anstatt schlechter, wäscht er immer die Leibe ab. Das macht er jetzt nicht mit Salzwasser, weil er will ja nicht die Rotschmiere haben, sondern er macht das mit normalem Wasser und tränkt das, damit das nicht so schnell wiederkommt, der Schimmel, eben in Öl. Und so hat er einen Öllappen quasi, mit dem er die Leibe immer abwascht, weil man keine Schimmelreifung will, weil dieser Käseschimmel etwas völlig Natürliches ist. Wenn ein Käse nicht schimmelt, ist er entweder mit Natamycin behandelt, das ist so ein Schimmelblocker, der kurzzeitig vorbeugt und vorwirkt. Irgendwann kommt der Schimmel dann trotzdem oder er ist vertrocknet. Und wenn er vertrocknet ist, dann verliert er auch seinen guten Geschmack und wird zu heuig. Also gut einpacken, idealerweise immer so ein Papier, das kann man dann anwenden für alle Käse, das zwar Feuchtigkeit abgibt, weil Weichkäse gerade, der muss abgeben, wenn man sowas in Folie packt, dann wird der ganz schmierig, wird scharf und verliert auch seinen guten Geschmack. Deshalb so ein Pergamentpapier, wenn man das hat, dort einpacken und dann in ein Gefäß geben, fest verschließen, so eine feste Box, das kann aus Keramik sein, das kann aus Glas sein, das kann auch eine, ich nenne jetzt keine Marken, ich habe keine Gage dafür gekriegt, eine Kunststoffdose sein, wie man möchte. Wichtig ist, dass das Kondenswasser sich innen bilden kann, dann hat der Käse seine Klimakammer und darin wächst dann auch der Käseschimmel. Und jetzt sind Sie der Affineur, dass Sie eben das peu à peu abwaschen und wenn der Leib angeschnitten ist, dann ist es ein Blödsinn, dann schneidet man einfach die erste Schicht ab, weil sich der Schimmel an der Oberfläche sprost, aber nicht reingehen kann.
Und jetzt komme ich wieder mit meinem Faden auf den Blauschimmelkäse. Da habe ich den gleichen Käseschimmel, aber diesmal innen drin. Der ist schon reingegangen und da hat der Käse einen Trick angewandt. Er hat nämlich so ein Nadelbrett und mit dem durchstößt er die Käseleibe. Das nennt man in der Fachsprache pikieren. Ich finde das ganz toll. Die Engländer sagen, the cheese is gepierced. Finde ich ganz toll. Und mit dieser Luft kann jetzt der Schimmel wachsen. Früher hat man das so dem Zufall überlassen und bei den Engländern hat man das noch sehr lange so gemacht. Darum kennen viele die Bezeichnung Blue Stilton, weil das war, der blau geworden ist. Es gab aber auch einen White Stilton, der hat es nicht geschafft. Der ist eben dann weiß verkauft worden. Da haben sich die Engländer so dran gewöhnt, dass man heute den White Stilton gezielt als eigene Sorte herstellt. Und bei Blue Stilton wird eben auch die Milch beimpft. Man kann diese Schimmelmyzel schon in die Milch geben. Man kann es aber auch in den Bruch geben beim Herausschöpfen. Manche füllen das auch in den Hohlraum der Nadeln. Wenn sie pikiert werden wie eine Spritze, geht das dann rein. Dann wird sozusagen der Schimmel entwickelt sich gut. Und wenn er sich gut verteilt hat, dann werden die Löcher geschlossen und die Reifung geht jetzt über die Enzyme weiter. Und man macht das deshalb, weil der Schimmel spaltet das Fett und es kommt so ein bisschen was Süßliches immer durch. Und darum passt das auch so wunderbar zu süßen Weinen, zu Chutneys oder zu süßem Brot auch. Es ist auch sozusagen der letzte im Käsegang, weil Käse hat einen festen Platz innerhalb eines Menüs zwischen Hauptgang und Dessert. Weil der Käse kann wunderbar die Weine, die sie noch vom Hauptgang über haben, eben kann man dazu trinken. Man kann aber auch schon alle Süßweine dazu wählen. Generell dieses Märchen, die meisten sind schon aufgeklärt, Rotwein und Käse muss man trinken. Man weiß, Weißwein ist manchmal viel leichter zu kombinieren als Rotwein. Bei Rotweinen muss man immer darauf achten, dass man wenig Gerbsäure mit einbringt. Und wenn man gerne schwere Rotweine mag, dann müssen sie sehr ausgereift sein und die Gerbsäure sehr mürbe und weich. Dann geht das auch wieder, dann kann man gut aussuchen. Bei Weißweine ein bisschen immer so ein Gegensatz. Man sagt sonst immer, Säure und Säure darf man nicht kombinieren. Bei Käse ist das anders, habe ich was Frisches, Säuerliches, dann kann ich auch einen frischen, säuerlichen, spritzigen, jungen Wein dazu trinken. Habe ich ausgereifte Käse, dann ist es sehr schön, wenn ich auch ein bisschen etwas Ausgereifteres an Wein habe, eine Spätlese, die einfach sozusagen länger gereift ist, eine größere Mineralität mit sich bringt, kann man immer wunderbar wählen. Weißburgunder zum Beispiel ist auch so eine Joker-Traube, bringt von sich aus schon wenig Säure mit, kann man dazu nehmen. Und weil wir ja die Glücklichen, die alle hier sind und nicht die, die uns jetzt zuschauen, die dürfen das nämlich jetzt auch alle gleich probieren. Wir haben nämlich ein Buffet aufgebaut und da gibt es noch etwas, Sie werden feststellen, es sind lauter verschiedene Brotkörbe. Auch dort gibt es so eine Regelung, Brot bildet dann die Harmonie, wenn es den Gegensatz darstellt. Habe ich also einen Käse, der viel Säure mitbringt, ist es toll, wenn ich ein Brot kombiniere, was wenig Säure hat, das heißt Frischkäse und Baguette. Habe ich hingegen einen Käse, wo die Säure schon mehr verzehrt ist, wie diese kräftigen Camemberts oder die duftenden, dann passt natürlich sehr schön so ein Roggensauerteigbrot dazu, haben wir auch eins da. Und für die so in der Mitte sind, kann man sehr schön Walnussbrot auch nehmen. Jetzt würde ich sagen, glaube ich, habe ich so alles, was wichtig war, erwähnt und hoffe, es hat Ihnen gefallen und hoffe, Sie nehmen jetzt auch was mit und achten in Zukunft drauf, wo kommt der Käse her und wo ist die Milch her und was kostet die Milch. Vielen Dank. Auf der Zunge haben wir verschiedene Geschmacksknospen für süß, sauer, salzig und bitter. Manche haben das schon gesehen, die auch schon mal Weinseminare besucht haben. Da sagt man, hinten ist bitter, Seite ist sauer, vorne ist süß. Dann gibt es noch das Umami, das ist dieses Schmelzgefühl eben auf der Zunge. Die Geschmacksknospen für süß, sauer, salzig und bitter sind überall verteilt, aber schwerpunktmäßig liegt bitter weiter hinten oder auch eben hier vorne süß. Aber alles, was wir schmecken, das nehmen wir quasi durch unsere Riechkolben war und die sitzen hinter den Augenhöhlen. Das heißt, Gase steigen auf, retronasal nennt man das, gehen an diese Riechkolben und werden dann mit unserem ältesten Bereich des Stammhirns eben verbunden. Deshalb manchmal, wenn man was probiert, hat man so kleine Assoziationen an Urlaub oder man riecht etwas und denkt an irgendein Erlebnis, irgendetwas löst das aus. Und das ist, finde ich, phänomenal. Daher, wenn manche immer sagen, naja, die Kinder haben ja noch keinen Geschmack, da tut es was Einfaches. Das ist unglaublich schade, weil genau in diesem Alter prägt er sich. Und auch für uns Erwachsene ist es, man isst Käse immer zweimal. Käse hat noch etwas, ein sensorisches Profil. Wenn ich den Käse im Mund nehme, dann muss ich mal achten, wie beißt er sich?
Wie löst er sich im Gaumen auf? Wie legt er sich an der Zunge? Also all dies, wie ist die Konsistenz? Ist sie grießig, schmelzig, sämig? Und dann, welches Aroma entwickelt sich? Dass man versucht, das zu beschreiben. Käse hat genauso ein sensorisches Profil, teils wie beim Wein. Es kann genauso vielfältig sein. Und wenn ich versuche, das in Worte zu fassen, dann speichert sich mir auch der Geschmack ab. Sonst fangen Sie immer wieder von vorne an. Camembert habe ich mal gegessen, ungefähr so und so, aber Sie könnten es nicht genau wiedergeben. Wenn Sie es aber versuchen zu beschreiben, dann prägt sich das ab und dann Learning by Doing, mit Bewusstsein, und dann entwickeln Sie das immer mehr und dann lernen Sie Qualität zu erschmecken und auch zu beurteilen. Das ist ganz interessant, am Ende des Sommelierkurs, das ist das, was der Sommelier in Wein ist, ist eben in der Akademie für Käse, da wird sozusagen als Abschluss immer eine Verkostung gemacht, Käse gleichen Namens, aber unterschiedlicher Preiskategorie und Einkaufsquellen. Und dann muss man erraten, wer ist was wert. Und schaffen fast alle immer. Nur bei einem verhauen sie sich, beim Emmentaler. Weil Emmentaler ist man diesen Billigadler so gewöhnt, dass man manchmal den qualitativen einfach fällt er aus dem Rahmen heraus. Aber ansonsten muss ich sagen, schafft das jeder.